Zurück mit Kay bei Project Zero 3 und wir haben im letzten Part Mio gesehen und wir haben die Frau mit dem Tattoo gesehen und wir haben gelernt, uns zu verstecken und zwar so. Naja, jetzt vielleicht nicht gerade in diesem Raum, aber, also hier so mitten im Gang. Aber wir können uns verstecken. Ja, das hatten wir schon. So, und wir wissen jetzt, dass unten rechts das Ding, was sonst immer anzeigt, wann Geister kommen und wo die sind und so, ist bei Kay blau, wenn der Geist ihn nicht sehen kann, und rot, wenn er ihn sehen kann. Die kommt, oder? Kommt um die Ecke. Ich habe Angst vor der. Oh Gott, und der Controller vibriert wie blöd. Gott, warum stöhnt die so? Oder geht die jetzt vorbei? Nee, ich warte jetzt, bis die weg ist. Oh Gott, die kommt wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich gehe jetzt einfach erstmal hier hoch. Okay. Ich dachte, die geht jetzt vielleicht einfach irgendwie weg und ich kann dann in die Richtung gehen, aus der sie gekommen ist. Kann ich aber nicht. Meine Güte, macht er die Türen langsam auf. Ist die Kamera obscura? Bitte? Was ist das? Wie komme ich da rein? Liegt ein altes Buch vor der Koto. Purpurnes Tagebuch 1. Wie viele Tage sind vergangen? Wie viele Monate? Wie viele Jahre? Es wurden viele Fremde hierher gebracht, aber keiner war wie er. Er sagte, mein Haar sei schön, aber egal wie ich es richte, er wird wohl nie wissen, wie ich fühle. Ich kann nichts tun, als mein Haar zu kämmen und auf ihn zu warten, damit er mich bei seiner Wiederkehr nochmal fotografiert. Na toll. Ich bin waffenlos, das gefällt mir nicht. Und unten rennt die Bekloppte rum. Und was ist das? Das ist eine Tür? Ey, ich habe immer das Gefühl, die Konsole ist abgeschmiert. Wo sind wir denn jetzt? Im Dachboden? Das war jetzt bestimmt eine total dumme Idee. Was denn für eine Box? Können wir da hin? Nein, können wir nicht. Aber coole Kameraführung.
Das Papier am Fenster ist befestigt, sodass ich nicht hinaussehen kann. Eine Tür? Nein. Gibt's hier noch was? Wie? Nein, das war's. Okay, gehen wir mal hier rüber. Ich gehe hier nochmal ein Stück geradeaus. Vielleicht ist da was. Als wir mit Nico auf dem... Nein, okay. Als wir mit Nico über die Dinger auf dem Dachboden gelaufen sind, da war da ja was. An der Tür ist eine Steintafel mit mehreren bla bla bla. Toll, uns fehlt eine Steintafel. Super, aber gut, dass wir trotzdem schon mal hergekommen sind. Ich hasse es, Wege umsonst zu gehen und sie später nochmal zu gehen. Besonders, wenn es so nervige Wege sind wie hier. Und er kann nicht rennen. Ich meine, das ist sinnig, dass er hier nicht rennen kann, weil das wäre echt gefährlich. Aber es ist trotzdem nervig. Und ich wüsste gern, was das hier für eine Box ist. Die sieht unheimlich aus. Sagt er da was zu? Eine alte Sänfte hängt an den Dachbalken. Die Sänfte ist recht einfach und ungeschmückt. Doch der Fensterrahmen ist schön verziert. Das ist eine Sänfte? Die sieht aus wie ein Sarg mit Katzenklappe dran. Okay, aber wir haben jetzt doch schon mal dank Kay gelernt, dass Geister zwar durch Wände gehen, aber nicht durch Wände gucken können. Ich habe das Gefühl, dass Kay keine Kamera Obscura kriegt. Die Tür ist fest verschlossen. Ach du Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Und die Musik ist so unheimlich. Ich gucke mir jetzt hier nochmal den Altar an. Der Spiegel ist in tausend Teile zerbrochen. Eine Haarnadel unter den Teilen, auf die eine Stechpalme eingraviert, reflektiert das Licht. Ein dunkler Klumpen aus irgendwas klebt hinter dem Spiegel an der Wand. Sieht aus wie Haare. Okay, hier ist also eine Haarnadel. Mit der wir jetzt nichts anfangen können, soweit ich das mitbekommen habe. Tür ist verschlossen. Ein Schlüsselloch ist lang, schmal und seltsam geformt. Es ist eine Stechpalme eingraviert. Ha! Der hat sich jetzt automatisch versteckt. So, jetzt ist die wieder in ihrem abgetrennten Raum da. Jetzt fliegt die gerade zum Spiegel und wieder zurück. Okay, liebe Leute. Ich wage mich jetzt einfach mal hier raus. Nehme diese Dreckshaarnadel mit. Und laufe! Ja, ja, benutzt das Drecksding und macht die Tür auf! Ja, ja! Los! Schnell! Ist hier weg? Was habe ich denn jetzt? Nichts, ich bin einfach nur hier raus, oder? Nee, mehr ist hier nicht. Ja, dann gehe ich jetzt runter. Hier waren wir doch schon mal mit Ray. Oh Gott, da ist sie wieder. Fuck you! Bitch! Ja, toll, Nelkengravur.
Hier sind wir jetzt. Um Gottes Willen. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, die ist weg. Ich gehe jetzt erstmal raus. Im Zweifelsfalle gehen wir auf den Friedhof. Aber sie ist versiegelt. Das ist schon mal schlecht. Oh Gott. Okay. Oh Gott, die kommt hier hin. Oh Gott. Queen of Instant Death ist hinter mir her. Ich wollte gerade sagen, ich möchte gerne sterben, aber nein, möchte ich eigentlich nicht. Oh Gott. Filmtyp 14. Das ist ja super, ich habe keine Kamera Obscura. Und irgendjemand kann mich sehen, denn es leuchtet rot. Okay, versiegelt. Ihr merkt schon, ich renne gerade total planlos rum. Ja, hier hängt so eine Fluch-Siegel-Puppe-Dings da. Halt, falsch. Ich wollte schon sagen, hey, das rote Licht ist weg. Nein, ich bin falsch abgewogen. Schlecht. Immer da ist, kann mich immer noch sehen. Dann ist es egal, dann kann ich auch hier rumlaufen. Kohlebecken, bla 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 bla. Gott, Leute, das macht mich ganz wirsch. Schubladen ist leer. Wer guckt mich denn da die ganze Zeit an? Ist aber nicht das die Tattoo-Frau, oder? Doch, ich gehe da jetzt mal hoch. Nee, das ist irgendjemand anders. Und dieser jemand greift mich jetzt an. Und dieser jemand hat ganz viele Arme und sieht aus wie Kirie Himuro. Na, ganz groß. Ganz großes Kino. Wir gehen hier wieder raus. Und hier wartet die andere Bekloppte. Hier ist der Projektor.
Film aufspießt. Ich glaube, den haben wir schon geguckt. Was kann ich denn hier fotografieren? Hier was? Bla bla. Schimmlig. Nein, ich habe jetzt keinen Bock zu lesen. Ich will speichern und keine Ahnung. Irgendwas leuchtet hier doch blau. Auf dem Foto sieht man etwas. Tür geht auf. Wo sind wir jetzt? Hier. Wir sind wieder am Anfang. Das gibt's nicht. Aber jetzt ist die Priesterin nicht da, oder? Sind wir nicht am Anfang? Nee, wir sind nicht am Anfang. Gott sei Dank. Hier kann man nämlich speichern. Ja! Ja, gib mir einen Speicherpunkt! Die Tür da hinten ist immer noch verschlossen. Ich gehe davon aus, da kann man erst, keine Ahnung, rein, ganz am Schluss oder so. Boah, ist das ätzend mit dem! Kai-chan, wenn du das hier siehst, du hattest recht. Ich hasse Kay genauso sehr wie du. Ja, meine Lieben, ich mache hier einen Schnitt und im nächsten Part geht's weiter und Gott. Habe ich keinen Bock dazu.